waren heute Vormittag in Frankfurt und ich war erstens überrascht, dass so viele Menschen unterwegs waren und zweitens haben die meisten Mundschutze getragen und das wird ja erst, kommt ja erst noch die Regelung, dass wir alle Mundschutze tragen müssen, aber dass jetzt schon so viele getragen haben freiwillig, das finde ich erstaunend und das ist irgendwie witzig. Ich finde immer noch diesen Anblick von so vielen Menschen mit Mundschutz. Ja, komisch. Ich finde es auch ein bisschen lächerlich, wenn dann Leute, die das dann machen, aber den dann unter der Nase tragen. Ja, ja. Für mich bedeuten die neuen Beschlüsse eigentlich gar nicht so viel Neues, weil ich schon vorher wusste, dass ich mit meinem FSJ erstmal nicht weitermachen kann, weil ich so ein Medikament nehme, was das Immunsystem halt unterdrückt und ich dadurch eigentlich zur Risikogruppe gehöre und ich erstmal nicht jetzt weiterarbeiten darf, bis ich mit dem Medikament auf einer bestimmten Dosis bin. Ich habe gerade die erste Videokonferenz hinter mir und es war so viel cooler, als ich erwartet habe. Ich war davor echt nervös, aber ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit meine Kamera angelassen. Also viele hatten sie ausgeschaltet und hatten auch zwischendurch ihr Mikrofon ausgeschaltet. Ich habe alles angelassen. Ich bin mutig, nein, Spaß. Aber es war total cool, es hat Spaß gemacht und es hat gut funktioniert. Also mein Lehrer hat die ganze Zeit Fragen gestellt und dann haben wir halt darauf geantwortet. Es war Englisch übrigens, falls es jemand interessiert. Genau, und am Ende haben wir auch eine Hausaufgabe aufbekommen und das nächste Mal sehen wir uns am Freitag. Ich freue mich schon, das war total cool, das hat Spaß gemacht. Ja, ich habe jetzt nicht mal nachgemessen. Aber nee, es fiel mir jetzt nicht so schwer, die Regeln einzuhalten, weil hat ja auch nichts offen, wo man das nicht machen könnte oder sowas. Ich habe auch mal ein Auge zugedrückt, ich gebe es zu. Und ich war auch mal bei Freunden raus. Was? Ja. Ja, nee, und, okay. Und meine Freundin, meine beste Freundin, ist aus Frankreich wiedergekommen nach sehr langer Zeit. Und die habe ich dann doch auch mal umarmt. Das habe ich mir gegönnt. Ich hoffe, du saßt wenigstens im Auto hinten. Nein. Meine Schwester meinte heute zu mir, ich hätte den ganzen Tag nur Arbeitsaufträge gemacht. Und tatsächlich fühle ich mich auch so. Weil plötzlich gucke ich so auf die Uhr und es war schon um 6. Und ich dachte so, oh wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und ja, irgendwie saß ich den ganzen Tag nur und habe Schulzeug gemacht. Aber es hat sich gut angefühlt, produktiv zu sein. Ich vermisse vor allen Dingen irgendwie Theater und Musik. Ich spiele in ein paar Theaterprojekten, die jetzt halt alle nicht stattfinden, keine Proben sind und so. Ich habe jetzt allerdings angefangen oder schon vor was längerer Zeit mit einer Freundin, die spielt Gitarre. Die nimmt dann immer halt Lieder auf und singt dazu und schickt mir die. Und dann mache ich die halt an und spiele Cajon dazu und nehme das dann auf und schickt das eh wieder zurück. So machen wir irgendwie ein bisschen Musik.